Der Sir-Podcast. Geschichten vom Segeln, vom Ammersee und von interessanten Menschen. Im Moment leider nicht von Bord des Traditionsseglers Sir Shackleton. Ja, hallo, hier ist Klaus, ich bin an Bord einer wunderschönen Windö 40. Wir sind in Uppsala. Mir gegenüber sitzt Christopher. Hallo. Hi Christopher, hallo, schön, dass du da bist. Ja, wir melden uns heute nicht vom Ammersee, wir melden uns tatsächlich von Schweden. Wir sind in der Nähe von Uppsala und wir sind aus einem guten Grund hier, weil meine liebe Freundin Bettina entschieden hat, ihren Traum vom Segeln wahrzumachen und sich ein Boot zu kaufen. Und ich hatte das große Vergnügen für sie, ein Boot zu suchen und zu finden. Und ich habe dein Schiff gefunden, Christopher. Ja. Eine Windö 40, Baujahr 1979 mit dem schönen Namen Emilia. Genau, genau. Erzähl von deinem Schiff, erzähl von dir. Wie lange warst du mit ihr unterwegs? Wo kommt sie her? Was hast du erlebt mit ihr? Erzähl. Ja, ich hab das Boot in der Nähe von Göteborg gekauft. Ich glaube 2007. Und ich habe es von einem älteren Mann, Patrick, gekauft. Er war dann der zweite Besitzer, seit das Boot neu war. Und ich bin der dritte. Drei Eigner. Und Bettina jetzt vierte. Bettina ist vierter Eigner? Ja. Okay. Ja. Und meine Familie und ich habe zwei kleine Kinder und meine Frau Mariam. Wir hatten so viele schöne Abenteuer auf das Boot. Letztes Jahr waren wir in Hufvudstjärn, so weit Ost man in den Stockholm Archipelago kommen kann. Das ist ein wunderschöner Platz. Das muss man besuchen, um es richtig zu verstehen. Dann machen wir das jetzt. Dann fahren wir jetzt nicht nach Rostock wie geplant, sondern fahren wir eine jetzt gute dahin. Idee. Ja, eine dann machen Idee. Wir das jetzt. Eine kleine Detour. Ja. Ja. Der Sommer steht vor der Tür, dann machen wir das jetzt. Ja, ja. Wunderschön. Okay. Und das Boot lieben wir in die Familie, aber jetzt geht es weiter. Wir werden ein anderes Boot finden, ein bisschen größer, weil die Kinder werden nicht kleiner. Mhm. Ich auch nicht. Wir müssen ein bisschen größer Boot haben, aber wir lieben trotzdem noch Emilia. Mhm. Okay. Wir sind ja schon seit 3 Tagen da, um das Schiff in aller Ruhe zu übernehmen, es kennenzulernen. Ja. Vielen Dank für deine große, große Hilfe bei all dem. Wir haben gerade Corona-Zeit, wir können das Marina-Gelände ja nicht verlassen. Ja. Vielen Dank, dass du uns so unterstützt hast mit Einkaufen und Zeug besorgen. Und das war jetzt wirklich sehr, sehr, sehr hilfreich. Ja, wir sind schon seit 3 Tagen da und wir hatten das Vergnügen, vor 2 Tagen deinen Sohn, ja, deine Tochter. Hey Alexander, best wishes, best greetings, Alexander und Elene, ja, gut, an Bord zu haben. Und wir hatten ein schönes Abendessen und wir hatten ein wundervolles Konzert. Ja, so war es. Ein bisschen spontan, aber das ist auch bestens so. mein Sohn spielt Altsaxophon und ich spiele Tenor. Wir spielen nicht, wir sind am Anfang, wir lernen uns. Wir waren aber begeistert. Das ist sehr nett von Ihnen. Wir haben Baker Street gehört. Ja. Bam, 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 bam. Wir haben, genau, Baker Street gehört, wir haben Dire Straits gehört. Ja, Freddy Freeloader, ja. Dire Straits, Summertime. Summertime. Ja. Das heißt, solche Momente, das war ja schön, hier an Bord und in der Kabine, so ein kleines Konzert, ein schönes Essen. Die gab es öfter hier, oder? Solche Momente? Musik, also wir bringen immer Musik mit an Bord, aber mit Instrumente, eigene Instrumente, das glaube ich ist Premiere. Ehrlich? Ja, weil wir, Alexander und ich, wir sind nur seit einem Jahr auf Saxophon. Wir hatten, früher spielten wir nichts. Oder mein Sohn spielte Piano, aber das ist ein bisschen schwierig an Bord. Aber singen, ja. Und du hast ja auch vorgestern ein bisschen Elvis für uns. Du, seit langem mal wieder. Ich habe lange nicht mehr gesungen, aber ich dachte mir, wenn ich so schöne Musik geboten bekomme, ja, dann möchte ich mich auch inspiriert angemessen dafür bedanken. Ja. Und dann dachte ich mir, oh das ja. Das war sehr dann, schön. Ja. Meine Kinder waren sehr beeindruckt. Ja.
Alexander hat immer unbedingt gesagt, er hat sehr schöne Bass, Bariton. Ja. Ja. Und Elene im Auto, sie hat gesagt, er singt gut, der Klaus. Oh, oh Elena, vielen Dank, was ein schönes Kompliment. Grüß Sie herzlich. Ja, werde ich. Christopher, die Emilia wird einen neuen Namen bekommen. Ja, das ist wirklich sehr toll, diese neue Geschichte. Ja, ja. Ja, weil ich habe dir erzählt, die Sir Shackleton ist gesunken. Ja, leider. Und wir haben eine Crowdfunding-Aktion gestartet in Deutschland, die sehr, sehr gut anläuft. Wir haben viele Freunde, die geben und helfen wollen. Mhm. Manche mehr, manche weniger. Das spielt aber keine Rolle, weil jeder Euro hilft und bringt uns weiter und das klappt. Und deswegen ist es jetzt natürlich toll, dass Bettina entschieden hat, das so zu machen und das Schiff uns zur Verfügung zu stellen, dass jetzt die Zeit, während die Sir in der Werft ist. Und dann war die Überlegung, und wir beide haben eben überlegt, wie könnte das Schiff heißen, und dann passt es so gut in die Geschichte. Und ich habe es dir ja schon erzählt, was ja voll passt. Unglaublich. Also das Schiff wird, jetzt können wir ja, das Schiff wird den Namen Lady Shackleton tragen. Ja. Was ja super passt, und was noch besser passt, dein Schiff heißt Emilia, Lady Shackleton heißt Emily. Ja. Also noch, konnte nicht besser passen. Noch besser geht's nicht. Nein, nein. Wie geht's dir, wenn das Schiff einen neuen Namen und eine neue Bestimmung bekommt? Mir geht's sehr gut. Ich bin so froh, dass das Schiff jetzt im Ammersee kommt und mit in so einen Zusammenhang. Mhm. Es wird nicht nur ein neuer Besitzer, es wird irgendwie, meine alte Boot kommt in einen neuen, spannenden Zusammenhang, wird mit Sir Shackleton einen Tag zusammensegeln, mit den Alpen im Hintergrund auf schönen Ammersee. Ich war noch nie in Ammersee, ich bin da mit Auto passiert, viele Mal, aber ich muss jetzt Ammersee besuchen. Unbedingt. Und vielleicht auch Lady Shackleton wiedersehen. Unbedingt. Ein Tag. Ihr seid so herzlich willkommen. Jederzeit bitte komm, wann immer es geht, mit deiner Familie. Danke. Pasquale, der auch an Bord ist. Ja? Pasquale begleitet uns auf dem Turn. Bettina ist selbstverständlich mit an Bord. Ja? Ihr dürft auch was sagen übrigens. Ihr müsst nicht schweigen. Hey Bettina! Sie winkt. Hey Pasquale. Hallo. Ja, Linus auch da. Die sind auch. Wir werden das Schiff jetzt zu dritt die nächsten 3 Wochen nach Rostock überführen, wo sie dann auf den Lastwagen kommt und über Deutschland, über den Strandweg, Landweg, über die Autobahn nach Bayern kommt. Ja. Geplanter Termin Einwassern am Ammersee ist der 16. Juni vormittags. Wow. Ja, das ist der Termin. Und wir hoffen, dass alles da gut geht und gut klappt. Aber ihr seid so, so herzlich willkommen. Und ich habe dir ja schon erzählt, wir haben am Ammersee, wenn das Wetter passt und das alles hinhaut, ein Event. Das ist mitten auf dem See, wo viele Segler sich treffen auf dem See und wir Live-Musik hören und da draußen sind. Und wenn das Wetter schön ist, auch die Alpen sehen. Ja. Und das wäre natürlich wunderbar. Und dann müsst ihr aber wirklich mit dem Saxophon auch kommen. Ne? Ja, das tun wir gern. Ich glaube, Alexander, ich weiß, dass Alexander sehr gerne spielt. Mhm. Für euch und für andere. Mhm. und ich auch natürlich. Aber hoffentlich sind wir dann ein bisschen besser. Wir üben immer. Mhm. Vielleicht können wir mehrere Lieder als heute. Wir werden mal sehen, aber wir bringen gerne die Saxophone. Ja, und es kommt ja nicht dabei auf die Menge an, es kommt ja auf die Stimmung an. Ja, die ist großartig. Genau. Die ist großartig. Ja, danke. Okay. Christopher, was gibst du deinem Schiff noch mit? Was ich da mitgebe? Some wishes, some... What would you give her with her on the way? Ach, ich würde... Also das freut mich so, wie ich schon gesagt habe, dass das Boot im Ammersee und bei euch bleibt. Das ist das Wichtigste. Ich wollte das Boot, ich habe so viel mit das Boot gearbeitet. Es ist super gepflegt, es sind so viele tolle Sachen drin, es ist so gut. Das ist ein altes Boot, aber man muss immer damit arbeiten. Ja, und das hast du getan. So ist es, ja. Sie ist wunderschön. Sie ist also könnt ihr jetzt gerade nicht sehen, ihr werdet es bald sehen, wir machen Fotos, liebe Leute, aber sie ist traumschön. Sie ist traumschön. Danke. Ja, und so ist es mit alten Booten und auch mit Holz, viel Holz, dann muss man sehr viel da arbeiten. Aber ich habe so viel Arbeit mit das Boot gehabt.
ich will nicht nur das Boot verkaufen. Ich bin jetzt so froh, dass das Boot mit euch, mit Bettina und Klaus und Pascal und im Ammersee kommt und diesen Zusammenhang mit Sir Shackleton. Ich bin da so froh und ganz, ich fühle mich beruhigt, dass Emilia, für mich Emilia noch, oder Lady Shackleton, viele Jahre mehr mit gesund bleibt, natürlich gepflegt und so, und mit vielen neuen Abenteurer und auf neue Abenteuer segeln kann. Okay. Das denke ich. Und natürlich mit Sicherheit und viel Spaß und auch mit Musik dabei. Ich fühle mich ganz froh, dass Emilia bei euch und im Ammersee landet. Gut, wir werden gut auf sie aufpassen. Gut, das weiß ich. Ich möchte dir an der Stelle ganz kurz danken. Das ist ja immer ein bisschen schwierig, so einen Kontakt herzustellen, vor allem über so eine weite Distanz. Du lebst in Uppsala in Schweden, ich lebe am Ammersee. Das sind mal eben 2000 Kilometer Unterschied. Ja. Und über einfach Telefon und E-Mails und Zoom-Videokonferenzen hier sozusagen das alles vorzubereiten, diesen Kauf, da habe ich ja Bettina unterstützt und begleitet, das alles vorzubereiten und zu organisieren. Christopher, es war immer ein absolutes Vergnügen, mit dir Kontakt zu haben, sei es per Mail, aber am allerbesten waren unsere Zoom-Konferenzen. Und als wir beim ersten Mal so eingestiegen sind in alte Holzschiffe segeln und ich glaube, da haben wir 2 Stunden haben wir da miteinander verbracht. Meine Frau hat schon gesagt, was habt ihr jetzt eigentlich so lange geschwätzt? Das gibt's doch gar nicht. Du, wir sind so eingestiegen. Das war so angenehm, das war so schön und ich möchte dir auch danken. Ich habe die Bilder von dem Schiff gesehen, ich habe die Videos gesehen, ich habe die ersten Mails von dir bekommen. Und Christopher, es gibt ja immer wieder, selten genug, aber immer wieder so eine Situation, wo du weißt, das ist alles in Ordnung. Das läuft alles glatt, da gibt es keine Schwierigkeiten, keine Probleme. Das ist ein verlässlicher Gentleman. Ja, das ist sehr nett von dir. Das hast du mir gegeben, das Gefühl, und ich hatte immer, ja, das ist ja selten heutzutage oder nicht so häufig leider, aber dass du von vornherein das Gefühl hast, alles gut, keine Probleme, keine Sorgen, alles ist besser. Vielen Dank dafür, das hat auch die Entscheidung sehr leicht gemacht, das hat es mir auch leicht gemacht, Bettina guten Gewissens zu sagen, das ist okay, das ist in Ordnung, das kannst du machen. Vielen Dank dafür. Ich danke auch ebenfalls Klaus, das war ein Vergnügen mit dir in diesem Zoom. Meine Frau hat auch gefragt, was redet ihr? 2 Stunden lang. Das war nicht nur ein Zoom-Meeting 2 Stunden lang. Es gab mehrere. Die alle waren alle so lange. Ja, ich glaube, letzte war eine Stunde nur oder fast eine Stunde, weil ich gesagt habe, ich muss mein Sohn mit den Hausaufgaben helfen und ein bisschen arbeiten. Aber abgesehen von dieser letzten Meeting, wie sagt man? Zoom-Meeting? Ja, dann waren die alle 2 Stunden mindestens, glaube ich. Aber ein Vergnügen. Schön. Ich würde mir sehr wünschen, wir haben uns jetzt die 3 Tage nochmal besser kennengelernt, wir haben uns schätzen gelernt, wir hatten eine gute Zeit hier bei der Vorbereitung, das Boot kennenlernen, die letzten Sachen machen. Mhm. Vielen Dank dafür auch, dass du da uns so geholfen hast. Ich wünsche mir und ich glaube, ich spreche auch im Namen der ganzen Mannschaft, es wäre so schön, wenn wir in Kontakt bleiben, wenn wir diese Freundschaft, die sich hier entwickelt hat, pflegen und wir dich hoffentlich bald am Ammersee sehen. Ich hoffe auch bald. Das wäre sehr schön. Okay. Ich komme gern. Ich habe ja nicht gesagt, aber ich als kleines Kind wohnte ich ja in Norddeutschland. In Schleswig. Ja. Also Deutschland ist für mich sehr lieb. Und ich finde auch Bayern sehr hübsch und schön. Ammersee weiß ich noch nicht, aber von den Bildern. Und jetzt kenne ich auch euch. Das konnte nicht besser sein. Ich werde euch besuchen. Unbedingt. Und wir machen ein schönes Bild von der Emilia, Lady Shackleton. Genau. Mit den Alpen. Und das schicken wir dir. Und wir halten dich jetzt natürlich auf dem Laufenden, wie der Turn läuft und was da alles geht. Und dann sehen wir dich. Und, wie sagt man? Tak, tak. Vielen Dank. Ich danke dir. Und viel Glück. Vielen Dank. Schön, dass du an Bord warst. Schön, dass du da bist. Danke. Christopher, ich danke dir. Danke auch.